Colonia de San Pere ist ein Wavespot auf Mallorca, an dem sich an guten Tagen bei Nordostwind hier einige Windsurfer und Kitesurfer tummeln. Der Spot ist jetzt natürlich auch gut frequentiert von guten Wingfoilern. Gutes Fahrkönnen ist hier die Grundvoraussetzung für den Einstieg. Wir haben ein flach auslaufendes Riff, wo wir halt wirklich erstmal rausschwimmen müssen, um eine Volltiefe zu erreichen. Dann kommt halt gleich eine brechende Welle, die halt einen schnellen Startvorgang voraussetzt. Dementsprechend ist der Spot hier für Einsteiger absolut ungeeignet. Daneben befindet sich zwar noch eine sandige Bucht, aber die hat halt dann, wenn gute Bedingungen sind, auch einen gewissen Shorebreak, der auch halt das Aufsteigen erschwert. Also schnelles und gutes Handling vom Material ist die Grundvoraussetzung, um hier auch an diesem Spot wirklich viel Spaß zu haben. Belohnt wird man dann wirklich mit einer schönen, sauber laufenden Regular-Welle, die halt, wenn sie noch nicht bricht, halt schon genug Schub hat, um hier schön die Wellen surfen zu können. Und dazu gibt es natürlich ein wunderschönes Ambiente. Geparkt wird hier im Ort. Das ist eine Wohngegend und in den Straßen kann man auf den nicht gelb eingerandeten Flächen dann ganz normal parken. Zu tief sollte man hier in den brechenden Teil der Welle nicht fahren, weil hier, wie auch in den Bildern gut sichtbar, doch auch nochmal zusätzlich der ein oder andere größere Stein lauert. Für den fortgeschrittenen Wellenliebhaber ist das Ganze hier aber ein wirklich absolutes Vergnügen.